Vereine, 180 Eiskunstläufer, eine märchenhafte Show. An 4 Tagen veranstalten die Berliner Eiskunstlaufvereine das Eismärchen Dornröschen auf dem Eis. Nach 3-jähriger Pause wird das Stück erstmalig als Frühlingsmärchen im Erika-Hess-Eisstadion aufgeführt und ist an allen Tagen ausverkauft. Wir bringen wahnsinnig viele Kinder und Jugendliche zusammen zu einer zentralen Veranstaltung, nämlich diesem Märchen. Große und kleine Eiskunstläufer verzaubern ihr Publikum mit aufwendigen Choreografien, begleitet von Musik, Lichteffekten und sogar echtem Feuer. Die junge Katharina Fedorova-Köjo begeistert ihre Zuschauer als Frosch und hätte über ihre Rolle nicht glücklicher sein können. Da ist man nicht so konzentriert wie beim Wettkampf. Da kann man sich mehr freier fühlen, da hat man keine Pflichtelemente. Und es ist einfach toll, jemanden tollpatschigen zu spielen, der halt so lustig halt auch so ist. Nicht nur sie ist mit voller Begeisterung dabei, denn in dem Programm steckt viel Herzblut. In monatelanger Arbeit haben die Berliner Eiskunstlaufvereine gemeinsam das Eismärchen auf die Beine gestellt. Und das schweißt natürlich zusammen. So hinter den Kulissen ist es eine wunderschöne Gruppendynamik. Wir haben alle Spaß zusammen, es gibt keinen Streit, gar nichts. Es war wieder ein wunderschönes Jahr. Fares Heretz läuft an diesem Wochenende als König über das Eis und zeigt seinem Publikum mit viel Freude sein Können. Doch nicht nur ihm ist das Lächeln ins Gesicht geschrieben. Arthur Wolfgang May spielt den Prinzen, der es leider nicht schafft, Dornröschen zu befreien. Ein Happy End hat sein Tag jedoch, denn der junge Eiskunstläufer ist gerade 18 Jahre alt geworden und im Finale steht er ganz im Mittelpunkt. Es gibt keinen Moment, der so viel Spaß macht auf dem Eis wie der beim Eismärchen. Und ja, es war einfach super. Die 8 Eiskunstlaufvereine haben es erneut geschafft, ihren Zuschauern eine einzigartige Show zu präsentieren. Und wir bleiben gespannt, bis es im Dezember beim Eismärchen wieder einmal heißt: Es war einmal.